Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten hier zu Hause im AT&T Stadium an gegen die Oakland Raiders. An der 7-Yard-Linie kommt der Kickoff herunter. Sanders mit dem Return. Der wird rigoros gestoppt an der 30-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. So, da kommt unser Quarterback aufs Feld. Troy Aikman, zweimaliger Super Bowl-Sieger, Hall of Famer und mittlerweile Sportreporter. Zusammen mit Joe Buck stellt er ja ein Moderatoren-Duo. Elliott erstmal mit dem Run durch die Mitte, nimmt den Kopf runter, 5 Yards, Raumgewinn für die Cowboys. Wir testen jetzt mal einen Lauf über die Außen. Wir gehen über die rechte Seite. Elliott ist unterwegs. Ah, oh, da sind viele gute Verteidiger da hinten. Meine Güte. Dritter Versuch und 4. Wir gehen in einen Cowboy-Slot-Slant hinein. Achten auf Witten, achten auf Owens. Ich hoffe mal, dass Cooper vielleicht ein 1 gegen 1 hat. Nein, da geht leider Gottes. Und das ist ein Pick. Meine Güte, aber was für ein Pick. Oh weia, das wird eine harte Nuss. Die Raiders sind sehr, sehr gut unterwegs. Erster Ballbesitz der Offense, der Raiders an der 20-Yard-Linie der Cowboys. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist bitter. Wir gehen. Ich wollte gerade noch sagen, ich wollte noch wechseln in eine Verteidigung gegen den Lauf durch die Mitte. McCaffrey, 5 Yards Raumgewinn beim ersten Laufspiel. Zweiter Versuch und 5. Der Ball ist an der 15-Yard-Linie. Schöner, harter Hit von Tillman. Aber das ist ein dritter Versuch und 2. Wir verteidigen gegen den Lauf durch die Mitte. Der kommt auch, wie erwartet, McCaffrey, und der wird umgenutzt von Woods. Kein First Down. Die Cowboys Defense hält. Wenigstens etwas. Das ist ja schon ein echter Erfolg. Ein Three and Out. Den Raiders bleibt hier nur der Field Goal Try. Der ist gut und damit führt Oakland mit 3:0 gegen die Dallas Cowboys. So, wir sehen den Kickoff. Der Ball ist an der 7-Yard-Linie. Sanders jetzt mit dem Return. Kommt an die 28-Yard-Linie und kriegt übelst einen mit. Erster und 10 für die Cowboys. So, die Interception müssen wir erstmal ein bisschen abschütteln. Play-Action, Bubble J over. Witten attackiert die Mitte. Wir achten links außen auf Amari Cooper. Schauen mal, was der Safety macht. Und Amari Cooper mit dem Catch. Big Play der Cowboys. Ball an der 30-Yard-Linie. So scheinen die Raiders verwundbar zu sein. Ein ganz wichtiges Play für die Cowboys. Blitz von der rechten, von der linken Seite angesagt. Wir laufen über rechts. Mit einem Toss, mit Elliott. Der ist unterwegs, hat ein First Down. Wir sind an der 17-Yard-Linie in der Red Zone der Raiders. Eine tolle Antwort der Cowboys, die hier gerade gewaltig nach vorne stürmen. So, Elliott mit dem Lauf über die rechte Seite. Da waren drei Verteidiger der Raiders im Backfield hinter meiner O-Line wohlgemerkt. Angeführt von Kaili Mack. So, wir nehmen einen X-Slant. Nein, wir nehmen nichts mehr, denn das erste Quarter ist vorbei. So. Double Slants. Owens und Cooper von links. Gallup von der rechten Seite. Der Ball geht zu Terrell Owens und der hat ihn First Down an der 5-Yard-Linie. Und die Cowboys hier mit ordentlich Wut im Bauch. Lauf durch die Mitte. Die Raiders verteidigen gegen den Lauf. Entschuldigung. Abgewehrt. Second and goal. So, Lauf Elliott über die linke Seite.
Und da war eine Lücke und Elliott ist noch auf den Beinen und jetzt ist er gestoppt an der 1. Da dachte ich eigentlich, er hätte die Lücke gefunden. So, Third and Goal. Wir gehen per Audible in einen Pass. Konzentrieren uns auf Terrell Owens. Und dann wirft Aikman nicht. Ach, da hast du doch einfach keinen Bock mehr. Also das war unfassbar. Da war Owens frei in der Endzone und ich drück mir einen ab. Und Aikman lässt den Ball nicht los. Also dann nur ein Field Goal. Unentschieden. 3:3 der Spielstand. So, der Kickoff, sagen wir mal, sein war es ja echt ein guter Drive. Ich will ja gar nicht nühlen. An der 2-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Jetzt der Return. Das ist Christian McCaffrey. Der wird gestoppt an der 32-Yard-Linie. 1:53 haben wir noch zu spielen in der ersten Hälfte. Wir gehen in eine Cover 4. Erster und 10, Oakland, erster und 10, Michael Vick. Der ist gerade durch mich durchgelaufen. Rein vom Gefühl her. George Kittle. Wenn das so weitergeht, kriegen wir aber Spaß hier. Ball an der 42er. Laufversuch McCaffrey. Gut gestoppt. Zweiter Versuch und 6. Ball an der 46er-Linie. Wieder ein Run. Und gestoppt von Sean Lee. Das ist ein dritter Versuch, glaube ich. Ein dritter Versuch und 2. Die Raiders werfen vollständig und das ist ein First Down von McCaffrey. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Die marschieren übers Feld, als ob es keinen Morgen gibt. Meine Güte. Wir gehen in eine Cover 6, erster und 10, Ball an der 39-Yard-Linie. Ja, ist klar. Ich habe versucht zu tacklen, ich bin abgeperlt. Torrey Holt ganz locker in die Endzone. Also das war ein Drive, den haben die Raiders mal eben aus dem Handgelenk gezaubert und in die Endzone gebracht. 10:3 führt Oakland gegen die Cowboys eine Minute vor dem Ende der ersten Halbzeit. Wir haben noch 3 Auszeiten. Eine Minute ist eine Menge Zeit. Wir müssen zurückkommen. Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Endzone. Scheinbar ohne Vorblocker. Unglaublich, wie schnell die sind. Wir gehen in einen Double Slant. Owens und Cooper von der linken, Gallup von der rechten Seite. Incomplete Pass, getippt. Zweiter Versuch um 10, 4 Verticals. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Cooper wird an der Line of Scrimmage gedeckt. Schauen wir mal, was der Safety da hinten macht. Es ist mir egal, denn Jason Witten hat den Ball. Wir sind an der 45-Yard-Linie. No-Huddle-Offense der Cowboys. Wieder ein Blitz. Diesmal geht der Ball zu Terrell Owens und der kann ihn nicht festhalten. Incomplete Pass. So, das war aber ein guter Spielzug der Cowboys. So, 2:10. Owens und Cooper von links auf einer Slant Route. Der Ball geht auf der linken Hashmark. Das heißt, wir hätten da eventuell viel, viel Platz. Der Ball geht zu Amari Cooper und der kann den Ball nicht festhalten. Ja, das wieder ist es Amari Cooper. Schon im letzten Solo-Battle hat er mit seinem Fumble das Spiel entschieden. Und auch hier fumbelt er erneut. Oh, das ist bitter. 1:10 für die Raiders. Nehmen wir ein Timeout, Ball aus der 48-Yard-Linie. Die sind um Klassen besser als mein Team. Da können wir einfach nicht mithalten. 1:10 an der 48. Jetzt wissen wir nur schon, dass wir zumindest nicht noch wieder weitere Punkte hineingedrückt bekommen. Und das wird schwer, denn jetzt sind die Raiders in Field Goal Range. 2 Pässe, die sind an der 30-Yard-Linie. Also das ist perfektes Football-Game, was die hier zeigen. 1:10 an der 30-Yard-Linie.
Oh, es ist unglaublich. Der Vic bringt jeden seiner Bälle an, aber locker. Oh, das war die erste Incompletion, weil der Receiver schon im Seitenaus war. Jetzt der Field Goal Try. Der ist gut. 13:3 führt Oakland. Eine Sekunde vor dem Ende der ersten Halbzeit. Das heißt, der arme Sanders muss nochmal hier in die weiße Wand laufen. An der 2-Yard-Linie. So, es ist Halbzeit und das Schlimme ist, dass wir die zweite Hälfte der Partie mit dem Kickoff eröffnen müssen. Und wenn die Raiders, ihr Head Coach John Gruden, wenn die hier einen Touchdown erzielen, ist das Spiel gelaufen. Kein Return, Kneel Down, 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für Oakland. So, wir gehen direkt in eine Zone Coverage. Ich kann es nicht verstehen. Also hier werden Tackle gemisst. Und das sind alles 91. Die sind deutlich schneller als ich. Die laufen mir so davon. Vom Speed her ist das eine andere Liga, was hier auf dem Feld steht. 1. und 10 an der 42. Ball an der 33-Yard-Linie. Die Cowboys gucken ehrfurchtsvoll zu, was die Raiders hier für einen Player aufziehen. 1. und 10 an der 33. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Chance und das wäre irgendwie ein Turnover zu generieren. Aber gegen dieses Team. Wir stellen das Tackling auf aggressiv. Wir wollen es zumindest versuchen. So, 2013. Der Ball ist an der 36-Yard-Linie. Gutes Tackle for Loss. Wieder McCaffrey mit dem Run. Schaut euch das an. Der hat ein Tempo. Da bin ich einfach zu langsam für. So, wie angeführt, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Da mache ich mir keine Illusionen. Es steht jetzt gleich nach dem PET 20:3 für die Raiders. Die spielen Football aus einer anderen Dimension. Da kommen wir noch nicht dran an diesem Level. So, wir sehen den Kickoff. An der 4-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Kommt an die 27-Yard-Linie. Ich sag mal, ziehen wir mal die beiden Fumbles ab, die Cooper hatte. Da hätte das alles vielleicht gar nicht so schlecht ausgesehen. Aber durch die Fumbles sind wir halt hier komplett chancenlos. Witten und Olawale attackieren die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens links außen. Ja, klar. Ja, die spielen auch in der Defense einfach nur perfekt. Jetzt haben wir noch eine Pick 6 reingedrückt. Und jetzt wird's übel. Also jetzt wird es hier echt hässlich. Das dürfte die höchste Packung sein, die ich in diesem Jahr in Madden in den Solo-Battlen kassiert habe. Was wir sehen, in den Passing Yards 108:90 nur. Aber der Spielstand ist jetzt 27:3. Turnovers entscheiden dieses Spiel. Und da erlauben sich die Cowboys zu viele und die Raiders halt keins. An der 5-Yard-Linie, der arme Sanders, der hat hier übelst viel Beschäftigung mit seinen ganzen Returns und schafft es, wenn ich mal Glück habe, schaffe ich einen Gunner auszutanzen, dann liegen wir schon am Boden. 1. und 10. So, die Box ist voll. Ich würde normalerweise jetzt sagen, lasst uns passen, aber ich habe ehrlich gesagt Angst. Elliott mit dem Run holt ein First Down raus. Wir sind an der 34-Yard-Linie. No Huddle Offense der Cowboys. Wir attackieren die Mitte. Der Ball geht zu Terrell Owens. Neues First Down an der 49-Yard-Linie. Elliott mit dem Run. Kommt leider nicht an seinem eigenen Fullback vorbei. 2. und 7. Double Slants, Owens und Cooper von der... Ich finde das lässig, dass Eggman sich so viel Zeit lässt. Das ist ganz immens. Wird gesackt. True Fund. Wird nicht geblockt.
Damit haben wir einen 3. und 18. Witten attackiert die Mitte, Terrell Owens im Slot. Wir werfen auf Zeke Elliott, der kommt noch nicht mal an einem Verteidiger vorbei. 4. Versuch und 11 von der 48-Yard-Linie. Müssen wir nicht drüber reden, den spielen wir natürlich aus. Witten die Mitte, Owens im Slot. Wir achten links außen auf Cooper. Der Safety geht aber mit nach außen, aber Jason Witten ist frei. Und das ist ein First Down an der 34-Yard-Linie für Dallas. Wir bleiben bei den 4 Verticals. Oh Gott, das ist, schaut euch das an. Hanks mit der 2. Interception. Der pickt hier jeden unserer Bälle runter. 1. und 10 an der 34-Yard-Linie. Wir sind im Schlussviertel. Hoffen wir mal, dass die Raiders hier nicht noch weiter ernst machen. McCaffrey mit dem Run an die 36-Yard-Linie. 2. Versuch und 9. Ja, die Raiders lassen die Uhr schon runterlaufen und ich werde den Teufel tun und hier Auszeiten nehmen. Ich habe hier meine Lektion gelernt. Die Marcus Lawrence macht noch den Tackle gegen Todd Gurley. Der holt aber einen First Down. So, wir hatten Drives, die jedes Mal mit einem Turnover endeten. Und so kannst du auf dem Level gegen so ein Team einfach nicht Football spielen. Da hätten wir viel konservativer, viel vorsichtiger agieren müssen mit kurzen Pässen. Lange Pässe in die Tiefe waren genau das Falsche. Da haben die Raiders nur drauf gewartet. McCaffrey nochmal mit einem Run durch die Mitte. Ball an der 48-Yard-Linie. 2. Versuch und 3. Ja, da haben wir doch zum Ende dieser Solo-Battle-Woche üble Niederlagen kassiert. So, 1. Versuch und 10 an der 44-Yard-Linie. Lauf McCaffrey. Der breakt hier ein. Ach, schaut, das ist doch ein Scherz. Tut mir leid. Also, ich kann ja verstehen, wenn ein oder zwei Tackles gebrochen werden, aber 4 oder 5? Nee. Nee. 34:3. Das ist die Klatsche des Jahrhunderts, die wir uns hier abholen. Also die Raiders definitiv in allen Belangen. Egal ob es Special Teams, ob es Defense, ob es Offense ist, in jedem Mannschaftsteil überlegen. Das ist bis dato auch absolut das beste Team, gegen das ich in den Solo-Battles antreten musste. Wahnsinn. Kopp attackiert die Mitte. Wir achten auf Jason Witten. Ja, das meinte ich mit Kurzpassspiel. Das hätten wir aufziehen müssen. 2. und 9. Tight End Drive. Oh, wir achten auf Witten, wir achten auf Jarwin. Terrell Owens wird gedoppelt. Der Ball geht zu Jarwin. Der ist, Gott, selbst kurze Bälle lassen die nicht zu. Noch einmal wieder die beliebten 4 Verticals. Wir achten auf Jason Witten. Zeke Elliott nochmal an die 29. 4. Versuch und 2. Die lassen noch nicht mal einen First Down mehr zu. So, Witten attackiert die Mitte. Wir achten links außen auf Terrell Owens. Wir gehen noch einmal tief und das ist natürlich die nächste Interception. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wenn ich solche Receiver hätte, wie in der Secondary der Raiders spielen. Es wird mir besser gehen. So, das Spiel ist aus. Deutliche Klatsche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.